auf Sannys Weltkanal. Ja, heute möchte ich euch zeigen, was ich gegen meine Schwangerschaftsstreifen tue und inwieweit sich da was verändert hat, werdet ihr auf den Bildern sehen. Und ja, also schon möchte ich eigentlich auch loslegen. Also wie ihr seht, so, ne, ich habe schon mit ein paar Schwangerschaftsstreifen zu tun und denen habe ich natürlich auch den Kampf angesagt und inwieweit ich das meine, zeige ich euch natürlich jetzt hier in diesem Video. Ja, also ich habe hier eigentlich sowas. Das nimmt man eigentlich für die Hornhaut zum Entfernen. Ich natürlich mache es für meine Schwangerschaftsstreifen. Und inwieweit ich die benutze, das zeige ich euch jetzt. Also ich mache immer so. Ich schreibe hier immer. Und wie ihr seht, schaut mal. Ja, geht auch die alten Hautschüppchen damit gleich ab und natürlich auch tun sich dadurch die Streifen verringern. Ja, und das mache ich jetzt. Ein paar Minuten eigentlich. Und wie ihr seht, ja, na, geht ja auch schon ganz schön viel weg. Es wird dann auch rot, das ist richtig. Aber ich trage es ja dann auch immer ein. Und mit was, das zeige ich euch alles. Ja, ich möchte, wie gesagt, früher war es mir ja eigentlich egal mit meinen Streifen, da habe ich dazu gestanden, weil ich mir auch gesagt habe, okay, du hast 4 wunderbare Kinder, aber es gibt ja dann auch doch Momente, wo ich eigentlich auch mal wieder ein Bikini anziehen möchte und ich möchte eigentlich, dass so die Menschen immer auf meinen Bauch gucken, weil er so aussieht. Ja, da habe ich mir gedacht, okay, es wird eigentlich mal wieder Zeit, dass du was tust. Denn auch ich bin ein Mensch, der auch ab und an mal sehr faul war. Ja. Und jetzt in letzter Zeit sage ich mir, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Und natürlich mache ich das jetzt. Ja, und kann es mit euch teilen. Ja. Und ihr werdet sehen, diese Unterschiede. Es hat sich bedeutend viel getan schon. Und na klar, es ist nicht bei 1-2 mal weg, es kommt ja auch drauf an, inwieweit es gerissen ist. Also bei mir war es ziemlich tief und jetzt, wenn ich schon drüber fasse, merke ich die Streifen natürlich kaum. Ja, und das mache ich, wie gesagt, so alle 2-3 Tage und ja. Man sieht auch jetzt auf jeden Fall, ist es ein Zeichen, dass ich damit aufhöre oder aufhören sollte, weil sonst wäre das auch so für die Haut nicht gut, weil sie zu sehr strapaziert wird dadurch. Genau. Ja, und jetzt nehme ich natürlich Babyöl und mache das drauf, damit meine Haut natürlich jetzt danach sehr geschmeidig trotzdem bleibt. Dann mache ich bloß ein bisschen auf der Hand. So viel. Wartet, so. Ist gar nicht viel. Wie gesagt, man braucht auch nicht viel dazu. Ich schreibe das jetzt noch schön ein. Und dann mache ich noch was. Ich habe da noch eine Creme, die ich drauf mache. Früher hatte ich mal so eine Wundheilsalbe drauf gemacht. Die mache ich jetzt nicht mehr drauf. Und habe da jetzt eine andere, die zeige ich euch jetzt. Das ist die. Diese Creme, die benutze ich dazu und sie ist sehr gut, finde ich. Da mache ich, wie gesagt, nicht allzu viel drauf, nur so viel und verreibe das jetzt natürlich auch auf meinen Bauch. So. Und schon war es das eigentlich. Also das kann eigentlich jeder machen so. Vor allen Dingen, es dauert echt nicht lange, wie ihr seht, bin ich schon fertig, ne? Und ja, und ihr werdet, oder ich werde es in diesem Video natürlich mit einblenden und zumindest diese Bilder, also, und da seht ihr, inwieweit es hilft und inwieweit es sich schon verändert hat. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr natürlich es gerne liken und auch natürlich kommentieren, wie ihr gerade möchtet.
Und vielleicht abonniert ihr meinen Kanal und vergesst dabei aber nicht, die Glocke zu aktivieren. Und bekommt ihr immer sofort Nachrichten, sobald ein neues Video von mir hochgeht. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video und bis bald, ihr Lieben. Ciao.